Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Randall's Monday. Es geht wieder weiter. Ja, wir dürfen hier nicht raus vom Tatort sozusagen. Das ist jetzt ganz schlecht. Dürfen wir wenigstens in die Küche rein noch oder so? Dann probieren wir es mal aus oder so. Oder ja. Nehmen wir uns erstmal in der Küche. Ich habe mir gedacht, ob ich mit denen jetzt mal erstmal reden soll. Biere? Wieso stehen hier zwei Biere? Das ist ja ganz was Neues. Der Kaffeebecher ist auch noch da, okay. Fenster, also. Aber der Schrank ist offen, das, und die Schublade ist noch offen, also die haben wir offen gelassen, ne? Ja, Kühlschrank. Der Kühlschrank ist besser als meiner. Ja, das hast du schon mal gesagt. So, geh vorne, Matt. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Tja, aber so hat er es wohl nicht gedacht, ne? Er ist gefroren. Ja, dann nimmt er doch mit, wenn er gefroren ist. Kannst du mit ihm reden? Hallo? Ja. Ja, das ist sinnlos. Was ist hier denn Bieren? Ein paar Biere. Kann ich die mitnehmen? Ja, okay. Fällt keinem auf. Das ist ein Tatort, aber dass die mich jetzt hier rummachen lassen, ist auch so eine Sache. Warum steht eigentlich der Mixer noch weg? Da. Weil die Blutflecken sind alle ja weg, aber der Mixer, da ist trotzdem noch Blut. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts Besseres. Aha, gut. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Well? Außerdem habe ich Besseres zu tun. Ja, aber nee, Matt ist doch hier vollständig als Eisklumpen vorhanden. Was ist mit dem Kaffeebecher? Das ist Matts Kaffeetasse. Da ist noch Alk drin. Stark Alk, okay. Tja, der gefrorene Matt. Denn da hängt wieder ein neuer Abschiedsbrief. Dann gucken wir uns den doch gleich mal an, hm? Was er diesmal geschrieben hat. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Okay. Ja, da kann ich jetzt gar nicht mehr viel anfangen damit. Also wir sind schon mal nicht erwähnt dabei. Ja, wie kam dann der komische Kommissar drauf, dass wir da ja, irgendwie was damit zu tun haben könnten? Okay. Tja. Spinner, alter Matt hier. Gibt's hier noch irgendwas? Stalaktit? Ah ja. Sie tat wie Diamant aus. Aber es ist doch Eis. Kannst du ihn mitnehmen? Nee, ist zu hart. Ah. Können wir das abhauen dann? Wir haben doch den Hammer noch, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer hart. So, hau mal ab. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Was? Hast du nicht mal probiert? Das ist Eis. Das kann nicht hart wie Diamant sein. Wie soll man denn... Kann man es anzünden, dass es schmilzt? Lieber nicht. Okay. Tja, und sonst? Die Magnete halt noch, ne? Gut, die Mikrowelle ist wahrscheinlich immer noch kaputt, oder? Eine alte Mikrowelle. Ja, kannst du die aufmachen? Los. Das Ding ist schon lange hinüber. Ah, gut, das wollte ich nur wissen. Gehen wir das Fenster aufmachen. Kann ich nicht, ist von außen verschlossen. Ach so. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Mist. Können wir vielleicht das Fenster aufklopfen und dann öffnen von, also, von innen raus lang? Ah, hat keinen Sinn. Matt hat überall Panzerglas eingebaut. Da muss ich schon mit fortgeschrittenen Einbruchskills ran. Na toll, Was machen wir denn jetzt? Gut, also das war schon mal das. Jetzt wissen wir, was hier abgelaufen ist.
Na, ihr zwei Blips, piep mir. Lieber nicht. Umhauen geht nicht, ansprechen. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Warum nehmt ihr von dem Arsch überhaupt Befehl an? Das ist ein verdammter Tyrann. Hä, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Ich fange aber mal oben an. Das ist immer so meistens das Beste, aber bei dem Spiel ist auch ja nicht, ne? Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner drauf geht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatort-Ermittler. Wir analysieren Blutproben, machen Fotos, suchen nach Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn es bei dir brennt, ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist das dann falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann. Was ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe? Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Okay, ja, dann Befehl ist Befehl, egal wer was ist. Die lieben ihren Job. Okay. Ja, und genau, wenn wir schon mal vom Bobo hatten, ja, warum eben überhaupt Befehle annehmen von dem? Warum nimmt er von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf. Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur rauskommst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Ja, wollt ihr vielleicht ein Eis? Ich hab da draußen welches. Hey, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Nett, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Ja, wo ist jetzt Engel und Teufelchen wieder, hä? Tja. Was haltet ihr denn von seinem Abschiedsbrief übrigens? Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ah, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute. Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tja, also das ist Sergeant Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch, aber wir warten einfach hier auf ihn. Ja, da haben wir keinen Bock drauf. Gut, also, dann lauft man nicht weg, Leute. Ich bin gleich wieder da. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Na gut, die lassen sich also hier nicht bestechen oder sonst was. Tja, wir müssen jetzt hier irgendwas machen in der Hinsicht hier. Püh. Tja, ist das Regal nochmal wichtig hier? Mann, Matt hat echt Geschmack. Na, können wir da was wegnehmen? Was soll das werden? Beklaust du gerade deinen toten Freund? Mann, wir stehen direkt daneben. Ich hab nur ein bisschen sauber gemacht. Lass einfach alles, wie es ist, okay? Ist ja gut. Ihr habt das Sagen. Ah, gut, das geht also auch nicht. Können wir Sofa-Wegs benutzen. Einfach uns mal draufhocken. Vielleicht hilft für das einfach die Sache aussitzen. Ja, was soll das werden? Ich hab nur... Lass einfach alles... Ist ja gut. Gut, also ihr zwei, Ted und Ned, ihr redet jemals eins. Können wir ein bisschen Flipper-Automat spielen? Nee, das geht nicht, während die davor stehen. Warum ist eigentlich das so weit oben war von Ted? Spiegel, Poster. Tja, was bringt mir das denn? Ich kann mir die Poster mal angucken.
Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen. Ja, der Spiegel. Wenn wir im Spiegel sprechen, mit uns selber. Hey, Randall. Und ihr wollt echt nichts? Nee, ich will nicht im Weg sein. Gut, raus dürfen wir ja nicht, ne? Hey, wo soll's hingehen? Wir können dich nicht rauslassen. Befehl von Kramer. Okay. Mist. Ja gut, was ist mit den Bildern nochmal hier? Ich kann ja nochmal auf die Bilder gucken. Das ist Sally. Auch ziemlich wurde dem. Ja, und das Bild von ihm. Da ist er nüchtern, glaube ich. Sprich mit dem Bild. Ich rede nicht mit einem blöden Bild. Ach, schade. Haben wir irgendwas um die... Ah, wir könnten den Bier anbieten. Hm? Wollt ihr ein Bierchen? So ein kleines? So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, die Superhelden sieht ja echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und er ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Ja, ich mag euch irgendwie. Gut, ja, einfach mit dem Hammer. Also es geht eigentlich mit jedem Gegenstand, so fast mit jedem. Geht das? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Nee. Oder? Nee. Nee. Ja gut, mit der Zeitung geht es jetzt nicht unbedingt. Tja, wir haben ja auch nicht wirklich so Zeug, was man... Girlanden, kaputter Dietrich. Für was ist der eigentlich noch da? Oh, mein Dietrich ist total im Eimer. Den kann ich nicht als Flaschenöffner benutzen. Was? Nein, ich wollte es nicht zumachen. Lieber nicht. Okay. Na? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Geht nicht auf meine Ab. Okay, mit dem Radio vielleicht. Es gibt keinen Grund, dass... Doch, es gibt einen. Ich muss das ja aufmachen und ihr wollt nicht hier. Lieber nicht. Okay. Ja, normal würde ich jetzt hier irgendwo eine Tischkante in dem Zollstock oder sonst lieber was. Kann mit der Batterie wird's auch gehen. Denn man braucht halt nur einen Hebel und... Ich glaube nicht, dass das was bringt. Doch, ich glaube schon. Trichter? Nö. Ja gut, anzünden nützt mir gar nichts in dem Fall. Lieber nicht. Okay. Oder mit Verkehrskegel. Ja doch, das bringt schon was. Lieber nicht. Der Figur, die sieht doch fast aus wie ein Flaschenöffner. Das wird nicht klappen. Okay. Weil wir müssen irgendwas ganz Sinnloses kombinieren. Lieber nicht. Warte mal, der Entenhebel da vielleicht. Vergiss es. Ja gut. Lieber nicht. Okay, jetzt haben wir alles durchgecheckt, außer jetzt die Nachricht, aber damit geht's auch nicht. Tja, gut, den vielleicht doch noch was in der Küche hier, was wir vergessen haben. Spiegel. Ja. Oder ja, einen Mixer tun, das wird auch nicht funktionieren. Lieber nicht. Okay. Oder was haben wir denn hier? Ah, Moment mal, vielleicht hier irgendwie? Lieber nicht. Auch nicht? Das sagt immer lieber nicht. Ich muss irgendwie das Bier aufkriegen am Ofen. Ach, die Schublade, aber habe ich jetzt irgendwas, um die Schublade aufzukriegen? Was Besseres? Nee, ne? T-Shirt. Das macht kein. Oder warte mal. Können wir an der Schubladenkante die Biere aufmachen? Lieber nicht. Ne, lieber nicht. Ja, in den Mixer willst du ja auch nicht reinpacken, ne? Lieber nicht. Ja, der kann ja so viel, aber das kann anscheinend auch nicht. Die Mikrowelle ist ja auch nichts nütze. Lieber nicht. Okay. Lieber nicht. Da müssen wir irgendwas kombinieren und ja, wie können wir. Können wir vielleicht da noch was machen? Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Ja gut, dann schmeiß doch den in den Mülleimer und nerv nicht mit dem Ding dann hier, wenn es nicht mehr geht. Können wir vielleicht den Ofen anzünden? Nicht. Geht nicht. Oder, warte mal. Ah! Matt macht mit seinem Ohr ein Bier auf. Warte mal, vielleicht geht es an Matt. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl.
Es war jetzt aber mit den Zähnen. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Wie jetzt? Das sind Schuhe, das ist ein Zahnstück und das ist eine Hand. Ist er so steif gefroren, dass er eben auseinanderfällt, wenn man den berührt? Das ist ja mal ganz was Neues. Das ist doch nur, wenn man den mit Stickstoff hier abkühlt, dann ist es so hart, dass es eben bricht. Gut, jetzt sind die Biere offen, oder? Ja, offene Biere. Ja, Biere. Ja. Ein paar. Also das heißt, es sind nicht zwei, es können auch mehr sein, ne? So, Leute. Trinken, fassen. Oder müssen wir das noch verfeinern? Ich weiß es nicht. Nee, komm. Ihr kriegt mal ein Bierchen. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Okay, Prost. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Okay. Aber es war ein Sniper normalerweise, oder? Ja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Oho. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alten Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut, dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Was ist? Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay, auf den gefrorenen. Auf den gefrorenen. Er trinkt jetzt endlich oder nicht? Ja, also der eine im Claytons, der lebt doch wieder. Ja. Okay. All die armen Bastarde, gut, jetzt wiederholt sich wieder alles. Können wir jetzt rausgehen? Zum besten aller Monate machen. Ciao mal. Warum? Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende. Warum geht es jetzt nicht? Warum kann ich nicht rausgehen? Warte mal. Können wir den Flip-Out oder was machen? Von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Oder können wir einfach aus dem Fenster flüchten? Geht das vielleicht? Mit dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, zu riskant. Die wird mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Mist. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alten Leute-Geruch. Kann man den Spiegel nehmen? Dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Okay. Oder doch? Ich stelle mal lieber nicht, die wirken sehr. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Kann ich jetzt irgendwas mit dem Flipper machen? Ich weiß nicht, kann ich ihn zerhauen? Denn okay. Nee. Okay, auf den Gefrorenen. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Auf den Gefrorenen. Wollt ihr noch einen Hotdog vielleicht? Das macht keinen Sinn. Ja, das Sofa nett, aber die... Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. So, vielleicht wollen sie ein paar T-Shirts noch haben. Mist. Ja, aber jetzt habe ich gedacht, ich kann da flüchten und den kann es doch nicht. Woche, der mit seiner AK-47 auf den da Glockenturm geklettert ist. Aber ich bin hier noch nicht fertig, oder? Du bist ja noch nicht fertig. Okay, ich habe gedacht, du bist fertig. Können wir da was machen? Zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Keine wie konnte ich den nur vergessen? Okay. Meine Hände haben immer noch der diesen Kubus? Alten Leute-Geruch. Ich nehme den Kubus und nicht mehr, der hat dieser genug Typ, okay. Sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Ah, Leute, ihr redet zu laut. Hölle. Dann mal Bilder, auch auf seine Bilder, Gesundheit. Bilder. Seine Gesundheit? Bilder. Na gut, dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Ist die mitnehmen? Fang gar nicht erst damit okay, an. Auch nicht. Wir sollten auch noch den Geist erwähnen, der gestern bei Claytons ins Grab. Oh, ihr geht mir gerade auf den Sack, wisst ihr, was das hier ist? Also echt. Also, Diamant hat, ist das Zeug. Ich kann mir halt nicht nur vorstellen, dass ich da den Stalaktiten abmachen muss noch. Können wir da vielleicht irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Aha. Ich will ja nicht den Versuchsmodus hier haben. Also den Hilfemodus, den will ich eigentlich überhaupt nicht benutzen. Vergammelter Hotdog. Tja, Mixer. Das macht keinen Sinn. Okay. Das Fenster ist ja abgeschlossen von außen. Tja.
Ein Entenschnabel, können wir da irgendwas machen? Vergiss es. Die Teleskop. Ja. Die Magnete nimmst du nicht mit, ne? Immer noch nicht. Muss der Versuchung widerstehen. Okay, gut. Der Wasserhahn. Hilft uns der Wasserhahn mit irgendwas? Können wir die T-Shirts vielleicht nass machen? Das macht keinen Sinn. Okay, geht nicht. Oder? Das macht keinen... Tja. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, damit ihm auf den Hammer. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay. Also Matt sagt, Randall sagt, er ist hier noch nicht fertig, ja, aber ich habe null Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Lieber nicht. Steht nicht auf meiner... Okay. Lieber nicht. Hä? Das muss ich nicht aufhübschen. Tja. Damit will ich die... Mimi. Boah, Leute, ich hab keine Ahnung. Ich möchte das Tool hier nicht benutzen. Also, das muss ja nicht sein. Oder ich muss da mal offline gucken, ob ich da vielleicht was rausfinde. Ich speichere dann mal ab und gucke da einfach mal, aber Also er ist auf jeden Fall noch nicht fertig, hat er gesagt. Aber was will ich denn hier noch machen? Labert ihr wieder oder auf nicht? All die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Ich denke... Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Also er ist hier noch nicht fertig, aber was will ich denn hier noch machen? Ich finde hier gerade nichts mehr. Dem hatten wir die ganze Woche Regale. Nicht zu vergessen, unser guter Kleiderkubus. Der alte Kerl, der alle Bilder, Poster, wie konnte ich den nur Spiegel. Vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute... Wenn es sein muss, dann muss ich das Ding halt aktivieren, aber... Mann... Ist aber auch blöd. Was könnte ich machen, um hier rauszukommen? Also das Fenster wieder nicht einfach zerdeppern oder so. Vielleicht mit dem kaputten Dietrich. Der ist leider völlig unbrauchbar. Oh, ja, dann schmeiß ihn doch endlich weg, sag ich doch immer. Das Radio aus dem Fenster schmeißen. Es gibt keinen. Ja. Doch, es gibt einen Grund, ich will hier raus. Oder hier vielleicht. Dann irgendwie da. Vergiss es. Ja. Da kann man das vielleicht irgendwie da drunter durchschieben. Das muss ich nicht aufhübschen. Ach so. Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich den Hammer da in den Mixer schmeißen? Ich glaube nicht, dass das... Okay, haut nicht. Warte mal, haben wir den Hammer schon auf die Schublade probiert? Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Ach komm schon. Warum nicht? Tja gut, mit der Karte vielleicht irgendwie, dass es... Es gibt keinen Grund. Hätte gedacht, vielleicht kann er irgendwie rein rumstochern, dass das irgendwie rausgeht. Oder ein Teleskop-Enden-Dinger. Vergiss es. Okay. Die will er nicht benutzen. Ja gut, schön in die Mikrowelle packen. Das macht keinen Sinn. Okay. Der Ofen wird er auch nicht benutzen, wenn ich den in den Ofen stecke. Das macht keinen Sinn. Okay, ist ja schon gut. Das macht keinen Sinn. Lalala. Für was habe ich das noch? Das fertige Papier ist ja auch unnötig. Trichter. Kann man das vielleicht kombinieren? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Okay. Ja, nee, Leute, ich komme gerade nicht drauf, was ich da tun soll. Ich guck mal, ob ich irgendwie was rausfinde noch. Ich werde es erstmal hergehen, abspeichern hier. Ja, ich sag schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.